Nanoflex ist ein Gerät, ein DLS-Gerät mit einer Faser, wo man direkt in die Probe eintauchen kann. Ein Laserkopf, der taucht in die Probe ein und man kann direkt in der Probe messen. Größe und Konzentration. Welche Bedeutung hat denn die Partikelmessung in der Labortechnik heutzutage? Es gibt vielerlei Anwendungen. Man kann denken über Kontamination. Man kann auch denken tatsächlich über Charakterisierung von kleinsten Partikeln, zum Beispiel Polymeren oder auch Eiweißen. Beim Forum Life Science hier in Garching ist demnach was Ihr Pitch für das Unternehmen? Ja, wir sind sehr froh, hier sein zu können. Wir sind immer auf der Suche auch nach Kooperationspartnern in der Industrie oder Universität und natürlich auch an Kunden, die Nanopartikel im Pharmabereich analysieren wollen.